Guten Morgen, Freunde. Wir haben heute Dienstag, stimmt's? Ich dachte, ich nehme euch einfach mal die nächsten 2 Tage mit, weil jetzt einiges passieren wird. Ich habe ein bisschen eine heisere Stimme, weil ich mich vermutlich ein bisschen erkältet habe. Mein Pulli, den ich anhabe, der hat hier so eine Schwarz-Weiß-Musterung und die Bianca hat gesagt, der ist hässlich und sieht aus wie eine Rennstrecke. Ja, Ich aber fühle mich jetzt. sehr wohl in diesem Pullover. Nein, jetzt finde ich den schöner, als du den Jetzt findest du ihn anhast. schön. Na, was willst du machen? So, ich nehme noch schnell ein paar Socks. Boah, Bibi hat irgendwie die Socken gewaschen mit irgendeinem rosa Oberteil von ihr. All meine Socken, und ich besitze nur 2 Paar, war ein Spaß, sind jetzt alle rosa, aber Komm, die. das war richtig lustig, Ja. gell? Dann würde ich sagen, wir fliegen, hab ich erzählt, wir fliegen jetzt nach Berlin. Dann kriegt die Bibi ihre Madame Tussauds-Figur. Wenn ich weiß, was es ist, das ist dieses Wachsfigurenkabinett, was es überall auf der Welt gibt. Und da bekommt sie als erste, also meine Stimme, die hat heute keine Lust. Kriegt sie als erste ein Hologramm. Wir sind alle sehr gespannt. Die nächsten Tage haben wir, glaube ich, beziehungsweise die Bibi, 15 bis 20 Pressetermine. Teilweise wegen dem Song, teilweise wegen Madame Tussauds. Ich würde auf jeden Fall auch 1.100.400 Paar Schuhe mitnehmen. Diesmal freue ich mich besonders krass. Es war nur ein Berlin-Trip, aber wir erleben ja schon was Cooles mit Madame Tussauds und die Termine. Aber mein Papa ist dabei, Biancas Eltern sind dabei. Biancas Schwester ist dabei. Nachher kommt noch eine Cousine von mir. Der Sam ist dabei. Ich bin eigentlich so ein Hordentier. Und richtig unnötige Info. Gerne. So, liebe Freunde, die Reise beginnt. Was sagst du dazu? Ich habe 8 Tage nicht geduscht. Ich will erstmal duschen im Hotel. So, Leute, wir sind in unserem Hotelzimmer angekommen, beziehungsweise im Hotel. Und ich muss die Bibi einmal ganz kurz loben. Wir wurden im Hotel empfangen und die Frau unten meinte: Herzlich willkommen. Als kleines Überraschungsgeschenk möchten wir Ihnen die Riesensuite übergeben. Eine zweistöckige Suite. Und was sagt die Bibi? Das ist super lieb, aber meine Eltern würden sich da sicherlich mehr drüber freuen. Süß, oder? Aber guck Okay, mal, jetzt Leute. krasseste Scheiße auf der Die Welt. haben uns einfach Bilou hier Hier steht, auf hingestellt. allen Hotelzimmern, die wir gebucht haben, steht Bilou. Wie krass ist das? Das ist kein Fake. Ich schwöre es auf alles. Das haben wir nicht dahingestellt. Die haben uns einfach als willkommen, damit wir uns wohlfühlen Bei praktisch. meinen Oder? Eltern steht Vanilla Cake Pop. Echt? Ja. Geil. Na, warum steht Fizzy Berry da? Das ist, hast du nicht alle Tage? Wer ruft da an? Timo Schmid. Ja, Timo, was gibt's? Ja, Fragen, soll die Simone zu euch kommen zum Schminken oder soll die Bibi hierher kommen? Wie ist denn bei euch? Du bist so dumm, das ist doch jetzt voll Ja, wichtig. Entschuldigung. Wie lange braucht man, um so eine Bianca zurecht, zu machen? 10 Minuten. Echt? Normalerweise aber länger, oder? Bei anderen Menschen? Ja, immer. Eine Stunde, ne? Guten Morgen, Leute. Was eine Nacht. Wir haben jetzt gepennt. Die Bibi hat definitiv 2 Stunden länger gepennt als ich. Hast du eigentlich mitbekommen? Nein, hast dich hingelegt mit Anziehsachen und bist einfach eingeschlafen. So ein kleines Baby. Boah, ich weiß nicht, was ich für Probleme habe. Ich habe morgens einfach Probleme, meine Augen richtig aufzumachen. Der Sam ist jetzt schon unten im Fitnessstudio. Wir sind mit der Family und so um 10 zum Frühstück verabredet. Nein, um 9:30, also in 10 Minuten oder so. Heute zur Abwechslung kommt mal Interviewtag. Nein, du bist nicht schon wieder eingeschlafen, oder? Bibi!
Wir werden jetzt live hier in dieses Ding reinsteigen und ich werde das dabei filmen. Okay, sollen wir den nächsten Dings? Okay. Als ob das jetzt so das Krasseste auf der Welt wäre. Ah! Tschüss! Oh, meine Hand! Oha! Ich habe gehört, es dauert jetzt 4 Minuten. Ich habe vergessen zu winken, sorry. Ich habe gewunken. Also ich glaube, wir fahren jetzt einmal hoch, dann dreht sich das quasi und dann fahren wir 4 Minuten. Das ist echt krank. Aber warum gibt es das überhaupt? Warum benutzt man nicht einfach nur Aufzüge? So, liebe Leute, wir sind zurück im Hotel. Wir haben jetzt gleich 8 Uhr und sind seit heute Morgen um 11:30 oder so, glaube ich, unterwegs. Der Tag war auf jeden Fall sehr aufregend, sehr anstrengend, aber jetzt haben wir ein bisschen Ruhe und gehen mit unserer Familie gleich beim Italiener essen und der Julian ist mal kurz aufs Klöchen gegangen, deswegen habe ich jetzt mal kurz hier die Kamera übernommen. Nee, ich drehe eine Szene für dein Video. Möchtest du was mitteilen? Nein, ich bin auf Klo. Ja, hätte ja sein können. Wir Übrigens jetzt. Ist die Vlogging-Kamera jetzt wieder dabei. Ich habe die Vlogging-Kamera wieder am Start. Wir warten jetzt noch kurz auf ein paar Leute. Und dann gehen wir jetzt zu unserer Family, die sitzen schon in irgendeinem Restaurant hier in der Nähe. Ich glaube, wir laufen komplett in die falsche Richtung gerade. Woher kommt ihr? Kommt ihr auch aus Berlin? Schreibt es mal in die Kommentare. Was sagt jetzt in meinem Pulli? Den hatte ich am ersten Tag schon an, voll peinlich. Ich habe nur 2 Pullis dabei, ne? Keine Ahnung, was. Naja, ich habe nur 2 Pullis dabei. Schlaftrunken. Ich habe 2 Pullis dabei, Bianca eine Unterhose. Von daher fühle ich mich gar nicht. Oh, du Arschloch! Leute, die Bibi lag schon im Bett. Die war jetzt nicht am Pennen, ja? Aber die war so ein bisschen Nickerchen am Machen. Die muss gleich noch ein bisschen ihr Video schneiden. Ich dachte so, gestern oder heute von Zuschauern Donuts geschenkt bekommen. Ach komm, Julian, stibitzte dir doch ein, ja? Fällt mir das ganze Zeug runter, verteilt sich über unseren kompletten Boden und wer muss das jetzt aufräumen? Warte, ich drehe mal die Kamera. Das ist eine Donutpackung, kann gar nicht so intensiv runterfallen. Das ist unmöglich. Ich esse den trotzdem noch, Guckt euch das mal bitte an, wie süß. Das habe ich gestern von einer Zuschauerin geschenkt bekommen. Oder wir. Eine aufblasbare Krone. Hä, habe ich gar nicht gesehen. Hast du nicht gesehen? So, Schokoriegel. Was ist das? Ne, geil. Ein schwimmender Getränkehalter. Neuer Martin. Ein neuer Martin. Woo! Was ist noch drin? Ganz viele Skittles. Ein Äffchen. Das ist eventuell auch ein Äffchen. Vielen, vielen Dank. Sehr schön machst du das. Ich hab eine gute Krone. Du bist sogar hier. Der Hintergrund von dem Bett ist auch noch so wie in so einem Palast. Eure Lordschaft! So Leute, das war's soweit mit meinem Video. Ich sehe ziemlich fertig aus. Ich habe nicht so viel geschlafen heute Nacht. Aber trotzdem geht's mir gut. Der Bibi geht's auch gut. Stimmt's, Bibi? Mir geht's gut. Richtig. Und ganz kurz eine Sache wollte ich euch noch zeigen. Und zwar, wir haben echt eine coole Toilette. Die ist immer abrufbereit. Guck mal. Sagen wir, ich würde jetzt hier drauf sitzen. Na, plopp. Und dann würde ich aufstehen. Und dann... Du musst nicht mehr deine Toilette abziehen. Ich hoffe, ihr versteht, dass ich nicht so krass viel gezeigt habe. Das Ding ist... Das erste Mal ist meine und Biancas Familie, Biancas und meine Familie mitgekommen zu diesem so einem Termin und zu so einem typischen Presse-Interview-Tag. Und das war halt für die voll aufregend. Und ich wollte halt irgendwie nicht, als wir so alle als ganze Familie waren, die ganze Zeit das Handy rausholen oder beziehungsweise die Vlogging-Kamera. Schaut jetzt auf jeden Fall ein Bibis-Video vorbei. Oh, weißt du, was du früher immer gesagt hast? Julian verlässt das Haus. Stimmt. Julian verlässt... Okay. Gebt mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben, es würde mich sehr freuen. Und geht in Bibis Video vorbei. Sie hat nämlich auch ziemlich coole Fragen beantwortet. Ja. Und es gibt auch ein Handy zu gewinnen. Ja. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und Verständnis dafür, dass ein bisschen Family Time und Spaß starrt war. Und jetzt werde ich mich auf die Bianca werfen. 3, 2, 1.